Holzpflock, hallo erstmal. Der Unterschied zwischen schwer und normal ist im Preis-Leistungs-Verhältnis. Sprich, du hast weniger beim Verkauf. Und dass bei schwer andere Sachen von Haus aus aktiviert sind, wie automatischer Motorstart, der Zug ist nicht aktiviert, Stoppbremsung ist aktiviert. Du hast Pflanzensterben an und sowas. Du hast Pflügen an, du hast dreimal Düngen an. Aber der Hauptunterschied ist eigentlich der, dass du beim Verkauf erhältst für die 4000 Liter. Keine Ursache. Jo. So. Der Striegler ist bei Feld 28 auch fertig. Kann ich naja eigentlich zu Feld 30? Ne, warte mal, was kommt denn jetzt als nächstes? Was hast du denn als 26. Erstes? Also die hinteren Felder sind alle erledigt. Okay. 30, 21 ist alles erledigt. Du kannst ihn da hinstellen, wo du bist. Ja, dann fahre ich den jetzt zu 26. Jo, kannst du ihn da auch aktivieren dann. Nee, brauche ich ja nicht. Nee, auf der 26 muss doch erst die Seemaschine dann. Da fährt doch jetzt der. Ja, da muss erst die Seemaschine drüber, ja.
fährt doch jetzt der Gülleholmer drüber. Dann kannst du bei 20 ansetzen, nachher im Endeffekt kannst du zu 20 hinunterschicken und dann fangen wir dann 31, 30, 28. Dann läuft es enorm. Oh, ist das ein Gehoppele? Ja, ist bei mir also. Ich weiß nicht, woran das liegt. Na, vielleicht, weil jetzt beinahe alle Slots voll sind. Ja. Weil ich meine, zu Anfang, wo wir angefangen haben mit der Karte, war das nicht so, ne? Mhm. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Aber ich habe noch ein paar Sachen, wo ich verkaufen kann. Vielleicht bringt das ja was. Gleich mal testen. Gleich mal testen. Na schade, dass du am Hof nichts verkaufen kannst, an der Werkstatt. Feld 15 ist frei, ja? Feld 15 ist frei, ja. Gut. Macht er da jetzt weiter? Lambo. Vielleicht auch, weil so viele Tiere da sind, das kann auch sein. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ruckelt ja in der ganzen Stadt. In der Stadt ist es ganz schlimm. So, ein Teil verkauft. So, habe ich schnell einen Dolly gemietet, dass ich das Teil wegfahre.
Jetzt geht das Gülle fast schnell weg. Und im Ernst kann man ja auch den Lader mit dem Silageteil verkaufen, den braucht man ja auch nicht. Ja, nur, dass er einen Misthaufen umschlicht, ist er zu teuer dafür. So, der Hofstrieg. Ist auch wieder voll. Die Mähdrescher auf dem Hof machst du mit dem Holmer leer, ne? Ja. Der wird mit dem Holmer gemacht. Das machen wir jetzt gleich. Dann haue ich gleich noch den aus. Oder den vielen Helfern. Nee, ich habe davor genauso viele Helfer laufen gehabt. Oder wir hatten davor auch schon mal so genauso viele Helfer laufen gehabt. Das kann nicht sein. Kann ich mir nicht vorstellen. So, jetzt habe ich wieder 14 freie Slots. Schauen wir mal. Ruckelt weniger. Also haben die Slots schon ja eine Berechtigung. Wobei ich glaube, dass das schlimm ist, wenn du dann Silos kaufst oder so. Und Silos aufstellst, dass das weniger ausmacht. Als wie ja, weil es ja Fahrzeuge. Keine beweglichen Dinge im Endeffekt sind. Ja, eben.